Ja, die Armschienen weg, das weg, das behalten, das weg. Also hier eine Bierflasche kann weg, betrinken will ich mich nämlich nicht. Hammer. Braucht man dann theoretisch auch nur einen von, wenn der so schwer ist. Hier, Halt 49, gut. Ja, ist gar nicht mal schlecht. Gewicht von 4 ist natürlich nicht gerade wenig. Muss ich jetzt geben, Heil 7, hau weg. Hau weg, genau. Becherwasser. Ja, gleich wird das mal bitte gerade mit Geld aus. Ich will jetzt mal ein bisschen was versuchen. Jetzt habe ich 110 von 110. Ihr könnt mich mal gerne haben. So, wir haben hier ja. Wenn ich jetzt ein. War doch Schiff, nicht Steuer. Wenn ich jetzt hier ein mache, jetzt fliegt das Ding ein. Also, das ist über der. So. Giftflasche. Ja, mach mal. Stein. Ach, Steinpilze bringen Heiltränke. Dann mach doch mal. Heiltränke sind natürlich geil. Flüsterholz. Magischer Rüstungstrank. Okay. Gewicht von 112, weil. Benutze mal. Oh, bringt mir 71. Intelligenz plus 1, Schnelligkeit minus 1, Halt 71. Gut, ich bin aber immer noch total überladen. Mit der leeren Flasche. Kann ich mit der leeren Flasche. Leere Flasche, leere Flasche. Flasche? Ah. Kann ich mit der leeren Flasche irgendwas? Brauche mal Mörser und Stöße, weißt du das? Nägel in die Flasche. Nein. Muscheln und Flasche. Vielleicht kann ich die auch mal verkaufen. Die kann ich verkaufen. Die kann ich eigentlich auch nicht mehr verkaufen. Die und, wo ist die Flasche? Nein, kann ich auch nicht. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich werde jetzt mit den ganzen Nägeln in eine Reihe stellen. Und die da hin. Die Hörkapszähne und Knochen kommen da hin. Seil. Pfeilspitze. Auch eine Zutat. Auch eine Zutat. Kann ich die mit dem Hammer bearbeiten? Nein, natürlich nicht. Kann ich die damit bearbeiten? Gut, ist auch nicht weiter schlimm. Was wegen die? Geht, was wegen die? Warum kann ich die eigentlich nicht verkaufen? Kann ich überhaupt irgendwie, was kriegt mir das? Das kann eigentlich auch verkauft werden. Die haben natürlich viel. Kommt denn mein ganzes Gewicht her? Von der Ausrüstung noch mit dazu, oder was? So, die können in zwei aufgeteilt werden. Könnte zwei aufgeteilt werden. Ich sag doch Shift. Und die gehen an Scarlet. Alleine schon aus dem Grund, weil sie natürlich, Weizen. Das Fleisch bin ich doch bei. Weizen ist eine Zutat. Eisen ist eine Zutat. Ich weiß nicht, womit ich Eisen verbinden kann. Leere Flasche. Weiß ich nicht, muss ich auch noch mal raus. Ja, ich habe vielleicht eventuell noch Sachen, die ich verkaufen will. Geht das Blumenmuscheln mal weg. Dann. Nee, war eigentlich praktisch nicht wegschmeißen, ne? Ja, weg damit.
Okay, es kann auch weg. Apfel kann noch da bleiben. So, die leeren Flaschen. Da weiß ich noch nicht, was ich damit anstellen kann. Da muss ich nochmal auf die Suche gehen. Also die kann man ja irgendwo wieder auffüllen. So. Ich kriege einfach mein Gewicht nicht raus. So, wollte ich noch irgendwelche Sachen wegschmeißen? Nein? Bye. Sicher? Äpfel. Kommt jetzt wieder zur Nahrung. Da werden auch nur noch vernünftige Sachen aufbewahrt. Die Äpfel verbrauchen noch nicht so viel. So, leere Flaschen. Kommt man da hin? Ah, ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Sortieren und am Gucken, weil wir hier auch überhaupt nichts mehr tragen können. Leiche eines Schafs, gewöhnliche 70. Ja, ist natürlich kein Wunder, dass ich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr habe, hier irgendwas zu tragen. Wir müssten eventuell... ja, mit irgendjemandem sprechen, was das Schaf angeht. Wollen wir nochmal gucken. Ein mysteriöser Mord. Wir gucken, Luca... Ja... Wir gruben Jakes Sarg aus und fanden ein Schaf anstatt Jakes Leiche darin. Achso, da können wir ja zu dieser Bettina hingehen. Da müssten wir dann ja... Wo waren die Alten nochmal? Das muss ich erstmal suchen. No one has as many friends as the man with many cheeses. Hatte ich hier irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Wo war denn die Bettina? War doch hier irgendwo, oder nicht? Wir waren ja... Nein, wie hieß sie jetzt? Bertia. Pfeil machen. Was, Captain Jack? Captain Jack! Nice, Bargen hat. Schlecht. Bye. So, ich suche aber... Bertia, ich wusste doch, dass du hier... Quelliger, was? Endlich kriegen wir Hilfe? Was für ein Chaos. Wenn man ein Lieblingsschaf hat, sollte man die gestohlenen Schafe. Oh oh, Hocket, du bist bis auf die Knochen vergammelt. Oh, mein armes, süßes, pralles Mädchen, man hat dich völlig verschwendet. Der ganze Braten, der ganze Hammel, noch nicht einmal der Fleischwolf will sie jetzt noch haben. Gebt sie her, mein kleines Schätzchen. Halbrechtliche Sympathie. Mhm. Dieser Dreckskerl. Hat er sich auch nur ein einziges leckeres Potluck gegrillt? Ich wette, er hat jeden einzelnen Bissen verschwendet. Hauptmann Aurorus wird einiges dazu zu sagen haben. Ja, damit sind wir das Schaf los. Ich habe endlich nur 38 von 110. Ich war die ganze Zeit überlegen, wo denn der ganze Mist herkommt. Wir haben ja da weiter Erfahrung gekriegt. Wir kommen unserem Ziel der nächsten Stufe immer näher. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch wesentlich bessere Ausrüstung, allem drum und dran. Und ich muss ja auch nochmal gucken. Gegen Trefferchance, all so ein Kram. Das nächste Mal wird erstmal die Stärke erhöht, damit wir hier solche Sachen zum Beispiel tragen können. Und... Ja... Dann müssen wir mal gucken. Was wir zum Beispiel...
noch so zutatenmäßig vielleicht irgendwie verwenden können. Ich sollte mir vielleicht mal auch so Mörser und Stößel mal zurechtlegen. Ein paar Fiolen noch holen, um Tränke zu brauen. Und all so ein Kram. Da muss man echt mal gucken. Ja, ich verabschiede mich für diese Aufnahmerunde. Ich mache eine kurze Pause und dann geht es eigentlich auch gleich schon mal weiter mit der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge beziehungsweise in all den Folgen wieder, in denen die ich hier mache, und ihr habt Freude daran zuzuschauen. Bis dann, ciao! Hallihallo und willkommen gleich hier im Anschluss. Geht es weiter mit Divinity. Wir stehen hier vor einem Hain hier, der wohl aussieht wie so ein Bau oder ich möchte mir aber die Fiolen hier gerne mal zulegen. Dann das Bild, weil natürlich die Sachen alle im Kopf der Göttlichen. Weil uns das natürlich alles, ne? Wir können damit Tränke brauen und alles Mögliche. Bilder bringen uns Geld. Geld bringt Rüstung. Macht schon alles irgendwo Sinn, ne? So, hier wird auch so ein Hammer, Einhandwaffe. Alle in den Scherben. Ihr habt ein Fallenschärfer-Kit gefunden. Benutzt zuerst das Fallenschärfer-Kit und klickt dann auf die Mine, um sie zu entschärfen. Aha. Ja gut, das kann verkaufen. Die Ankunft der Göttlichen. Die kann auch verkauft werden. Aber das Fallenschärfer-Tool finde ich ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Das schläge ich mir auch mal hier unten an. So, ja. Deren Violen. Alle hier, okay. Wollen wir mal mit ihm reden? Aber wenn man die Menge an Schädelstaub um 2 oder 3% reduziert würde, könnte die Stabilität unter den richtigen Umständen um das Dreifache erhöht werden. Was ist nun hier drin? Ein Mörser und Stößel, der uns über 56 Gold kostet. Oh, ein Granat, von der wurde ja erzählt. Was hast du hier so Schönes? Und nichts, was besser ist als meine. Auch die Schuhe sind. Naja, wesentlich unwesentlich. Der unter anderem auch, ne, Hasenfoto und so weiter. Also, so ein sagen Kleriker. Naja, 56. Ist noch Gold bei dir? Ja, das Bild. Ein Hammer verkaufen wir. Sonst habe ich eigentlich nichts mitgenommen, was ich verkaufen wollte, ne? Ne, den anderen Kram wollte ich alles behalten. Dass wir das Gold ausgleichen. Weiter. Oh, ein Quellenjäger. Sowas. Ihr seid schon etwas zierlicher als der letzte Quellenjäger, dem ich begegnet bin. Wieso wäre es denn hier noch durchgekommen? Ja, eure Schiebeine sind fast 20 cm kürzer und der Umfang eures Bizeps ist nur halb so groß, wenn ich mich recht erinnere. Aber ganz egal. Selbst wenn der Orden sein bestes Mitglied nicht entbehren konnte, hätte er doch sicherlich denjenigen mit der zweitgrößten Erfolgsmission geschickt. Oder? Erzähl mir von dir, sprechen wir über euer Lehrmädchen, Eva Maria. Lasst mich euch ein paar Fragen zur Vorgängigkeit stellen, bis ihr etwas mit ihm braucht. Ich will damit nicht sagen, dass ihr gar keine Talente besitzt. Nein, sie hat sicherlich ein kritisches Auge und legt eine gewisse Präzision an den Tag, wenn es um schwierige medizinische Entscheidungen geht. Ich erwarte, dass sie selbst eine erfolgreiche Heilerin wird, wenn die Zeit kommt. Sie lernt schließlich von den Besten.
Lasst mich euch ein paar Fragen zum Vorhinein stellen. Wisst ihr etwas über den Mord an Jake? Der Ratsherr, ein schrecklicher Verlust. Wir kannten uns zwar nicht besonders gut, aber ich weiß, dass er ein entschuldigender Staatsdiener war. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen einfachen Fall von Eifersucht, die sich von Gewalt gewandelt hat. Die Affäre seiner Frau, Esmeralda, war ein offenes Geheimnis, wisst ihr? Okay, der hat anscheinend nichts Interessantes zu sagen. Komm ich hier rein? Sir, which of you is more deserving of me? Sir, Eimer, der Violen, zusammen mit dem Sam. Was habt ihr hier zu suchen? Dies ist ein privates Krankenzimmer im Namen der Sieben. Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Hier so reinzuplatzen, hinaus mit euch sofort. Folgender Titel. Achso, okay, die sind auch sieben. Was haben wir denn hier? Fertigkeit der brennenden Berührung. Er setzt ein Ziel in der Nähe in Brandschaden 12 bis 14 Feuer. Ihr habt sie sicher noch nicht erlernt. Kinetische Zauber sind feuerbasierte Zauber. Diese Zauber werden durch hohe Intelligenz verbessert. Lasst uns diesen Zauber zu lernen. Lest diesen Zauber zu lernen. Könnte unsere Tussi lernen. Aber erstmal noch nicht. Zähme von dir. Seufz. Es tut mir leid. Es ist diese Aufgabe. Ich bin einfach. Es fühlt sich an, als würde sich mein eigenes Ich in seiner schwächsten Stelle aufzulösen. Ich bin ein Lehrmädchen der Heilkünste. Der Heilung. Aber diese Entscheidung fühlt sich wie das exakte Gegenteil an. Ich habe nur einen Heilstein, wisst ihr? Aber zwei schwerverletzte Männer, die ohne ihn nicht überleben werden. Irgendwie kommt mir diese Sache sehr bekannt vor. Ich habe mir den Kopf darüber zermartert, was wohl die beste Lösung für diese ernste Lage sein könnte. Aber vielleicht ist sie in den Händen eines angesehenen Quellenjägers besser aufgehoben. Ihr habt ohne Frage mehr Erfahrung darin, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Erzählt mir über die Patienten. Ich bin bereit, eine Entscheidung zu fällen. Was euren Heilstein betrifft. Ja, in der Tat, eine interessante Reliquie. Ein freundlicher Abt im nördlichen Silbertal gab sie mir. Luik hieß er. Er gehört einem Kult an. Sie nennen sich selbst die Makellosen, deran glaubt, dass bestimmte Steine Wunder heilen können. Ich betrachte seine Behauptung mit nichts als Skepsis, aber als er mir den Stein überreichte, geschah es. Ein kleiner Schritt in meinem Finger verheilte sofort und hinterließ keine Spuren einer Wunde. Natürlich war ich verblüfft. Aber es ist schon ein wenig seltsam. Der Stein kann immer nur einmal verwendet werden, bevor er in seinen nutzlosen, inaktiven Zustand zurückkehrt. Es dauert seine Zeit, bis man ihn wieder magisch aufgeladen hat. Und ich hüte ihn wie mein Augapfel. Erzähl mir mehr über die Patienten. Was möchte ihr wissen? Ich möchte mit Boris erfahren. Nein, ich möchte mal was anderes wissen. Boris, Stephen, both good men. How can I choose but one? Leere zusammengelegtes Hemd, leere. Ich suche etwas. Einmal natürlich den Schlüssel. Ich würde natürlich gerne eigentlich die Schreck durchsuchen. Ich suche etwas ganz Bestimmtes. Ja, ich verabschiede mich. Ich weiß, dass sie dich das lange haben. I'm in desperate need of some. Problem ist, dass ich jetzt natürlich hier nicht reinkomme. Und dass ich auch gerade nicht das finde, was ich suche. Sag mal, Madame, jetzt mir über die Patientenentscheidung zu fallen, was soll euren Heilstein bedeutet, ich bin immer weg. Du hast. Und zwar, ich bin nochmal weg, zaubert nicht zu lange. Ja, das wird sich wieder anreden. Nein, das wird zu lange. Weil Flüssigkeiten Abwesenheit ist im Götterauge. Seht mal von dir, sprechen wir über eure Lehrbücher über Maria vorhin. Du hast nicht rein zufällig das, was ich suche. Beziehungsweise nicht.
wirklich, dass der geht. Lass mich doch mal gucken. Das Problem ist, ich suche eine